Nein! Ach so, das bin ich. Entschuldigung, und dann. Ja! Entschuldigung, ich wollte dich nicht in eine Scheidung treiben, Jonathan. Ich bin Jonathan und er fragt, willst du mich heiraten? Und ich sage nein, wobei Amanda ja sagen wollte. Also habe ich ihn fast in eine Scheidung gedreht. Die waren ja noch nicht verheiratet. Schau dich im Anwesen um. Was, wenn ich jetzt zurückgehe? Es hat gerade gespeichert. Sollen wir es testen? Ja. Wenn ich wüsste, woher ich kam. Ich glaube, daher. Ja. Du darfst auch experimentieren. Ach, nö. Die sind wie beißen. Ich hasse das. Das ist gar nicht so schlimm. Das regt mich darüber auf. Weil ich immer die falschen erwische. Ich bin den falschen Weg gegangen. Atmet sie noch? Hm. Lebt sie noch? Sieht so aus. Hey Sie! Lassen Sie mich eben was zum Anziehen holen und dann helfe ich Ihnen. Da verschlucke ich mich schon. Nein. Und Sie! Ich hole. Ist das durch den Bauch? Ja. Ja. Oh Gott. Sie sind wirklich noch am Leben. Ihre Hände sind auf jeden Fall am Boden fest. Eine ihrer Hände zumindest. Wo sind eure Partner? Das wirst du noch öfter so vorgehen. Oh nein. Komme ich irgendwie auf die das Bühne? Ist aber das auch, was ich vorhin gesagt hatte. Komme ich irgendwie auf die Bühne? Denn da ist eine Tür. Eine Falltür. Nein, keine Falltür. Ich möchte euch helfen, Mädels. Das sagt ein Typ. Ha. Nein, Scherz, ich möchte euch wirklich helfen. Na komm, öffne doch. Ganz. Oh nein! Das haben sie aber schlecht dargestellt mit durch ihren Bauch gebohrt. Seht ihr sein drittes Bein? Ich wollte jetzt fast was sagen in Bezug ihrer Brüste, ich mach's aber nicht. Hat da was? Hat da was was? In ihre Brust gebissen? Könnte sein. Das sieht so aus, als würde da ein Stück fehlen. Vampire. Ja, man denkt an Lester. Muss ich da jetzt rein? Du sollst es untersuchen. Da wird er wieder ohnmächtig. Schlappschwanz. Nee. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die nackte Haut. Wir vertagen an der Seite. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht.
Ich will da nicht rein. Wir haben gesehen bei Half-Life, dass das nichts Gutes ist. Gut, dass du den Film Katakomben nicht kennst. Ja, gut, dass ich den Film nicht kenne. Man hört übrigens jedes Wort von dir, als sei mein neues Gadget total nicht existent. Ich will einmal ganz kurz was testen. Doch, tut man. Aber wieso? Ich hab die Befürchtung, ich mach irgendwas falsch. Warte, ich gucke einmal ganz schnell etwas nach. Aber es ist alles normal. Wir da mal mit Linksklick drauf. Eigenschaften? Das hatte ich so eingestellt gelassen. Das war ja bei mir das Problem gewesen. Wie ich vorhin erzählt habe. Ja. Das ist auch alles noch gleich. Wie kam man denn da nochmal drauf? Na Quack. Kann ich leider nicht. Egal dann. Ich hoffe, ich ruiniere mir nicht die ganze Aufnahme. Ich dachte im ersten Moment, das sei ein Putten. Du weißt, was Putten sind, oder? Die Engelchen auf den Bildern? Ja, ja. Die heißen Putten. Ja. Maybe? Vielleicht sollte ich jetzt beenden. Aber es ist auch wieder eine halbe Ewigkeit her, dass es gespeichert hat. Zuletzt vor dem Portal. Mhm. Eigentlich, ich habe eine Frage. Mhm. Ich glaube, so jetzt. Am Freitag? Mhm. Dann haben wir damit nichts zu tun am Samstag. Weil du dich ja schon am Beschweren warst. Weil sie Samstag auch noch da sind. Huch! Was passiert, wenn ich an dem Hebel... Ah! Schlimm aus. Doch. Das ist das Problem. Oh mein Gott, ihm wächst da was aus dem Magen. Ist das doch so, was willst du noch öfter sehen? Das war's erstmal mit den Bonbons jetzt. Das ist meine. Mit einem nackten Körper. Mhm. Was ist das? Ah, warum frage ich denn überhaupt? Ich will dich nicht mehr angucken. Ich gehe jetzt einfach weiter, ja? Nein, das habe ich mir nur eingebildet. What's this?
jetzt nicht zu viel fragen, was ist das? Ein Schlüssel? Scheiße. Oh, verdammt. Ah, okay. Guck mal, ich hab endlich meinen Plan gefunden. Ja. Gibt's in unserem Discord. Doch. So, Nummer 3 ist wo? Den habe ich schon. Dahinter natürlich. Ich habe das Gefühl, ich sollte langsam beenden. Was war das? Jetzt ist es auf einmal wieder so leise. Gleich fliegen mir wieder die Ohren weg. Ich will nicht zurückgehen. Das Viech, dem was aus dem Mund wächst, macht mir Angst. Ach, ich soll das drehen, okay. Ja. Und das benutze ich jetzt dafür als Schlüssel. Richtig? Warum ist die Steuerung denn auf einmal so komisch? Ah, verdammt. Wenn man denn überhaupt was erkennen würde. Das könnte richtig sein. Nur mit dem Rest, ich erkenne nichts. Okay, das ist auch richtig. Das muss ich eigentlich nur noch... Ja, jetzt habe ich's. Was geht hier wieder ab? Was ist das? Okay. Sieht aus wie jemand mit Eutern. Guck doch mal. Du siehst es auch, oder? Ja.
Jetzt ist er tot. Tut mir leid. Wir sind doch selber schon. Ja, eigentlich schon, aber... Du hast aber ausladende Hüften. Ich glaube, von hier komme ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde mich nicht zurecht, deswegen. Ja, von hier komme ich. Da habe ich den Schlüssel her. Ich soll die allwissende Maske finden. Aber wo? Ach, da geht's hoch. Soll ich, glaube ich, nehme ich jetzt der Frau stibitzen. Glaube ich. Das sieht gruselig aus. Aufheben, bitte. Ja, der bleibt da liegen. Oh nein. Tipp. Eine langfristige Verwendung der Maske kann dich wahnsinnig machen. Kuh auf- und absetzen der Maske. Okay. Ich gucke nur, ob die Dame sich bewegt. Beruhig dich, Junge. Das ist eigentlich ätzend, wenn ich mich nie beruhigt. Das geht mir furchtbar auf den Sack. Ein Astronaut, so sieht er zumindest aus. Und was soll ich jetzt hier? Könnte eins sein. Mister, helfen Sie mir doch mal. Ich sehe. Aua, meine Ohren. Ja, also ich habe mein Bein gekrallt. Ich sehe alles durch eine rosarote Brille, wollte ich sagen. Was passiert jetzt? Warum nimmst du... Ach so, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich wollte das angucken mit der Brille. Maske. Der Blick von uns selbst selber füllt und keucht. Der Blick der Auserwählten spürt, keucht und sieht das Ungeschehene. Die Barrieren... wurden für die Auserwählten erschaffen. Die Auserwählten kennen keine Barrieren. Noch hinten wurde über seinen Schwanz.
Was ist denn jetzt los? Hast du vielleicht ein bisschen zu lange getragen? Ich musste doch lesen. Bestimmt muss ich sie gleich nochmal aufsetzen. Beruhig dich. Was passiert wohl, wenn ich wahnsinnig bin? Hast dich jetzt wieder unter Kontrolle? Noch einmal, ja? Da siehst du, da ist eine Tür. Ich hätte gerne, dass es speichert. Nein, da sitzt keiner. Wo sind wir hier nur? Du bist tot. Okay, wir beenden dann. Eine Stunde aufgenommen reicht jetzt wohl. Wir haben viel geschafft, eigentlich überhaupt nichts, aber egal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.